Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play-Projekt, einem Live-Let's Play-Projekt. Harveys neue Augen. Nach Edna bricht aus, muss natürlich Harveys neue Augen her, ne? Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange, sondern starten gleich sofort ein neues Spiel. Ich hoffe, das geht mit dem Sound alles so. Jetzt erstmal schön der Intro-Song. Ein Kaffee ist alle was? Das ist unlucky. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nicht schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen. Sind es doch nur ein paar Schrammen. Ja, das Intro geht eine halbe Ewigkeit, Leute. Ich glaube, es geht. Das ist halt ein ganzes Lied. Ich glaube, das geht halt 3 Minuten oder so. Aber es ist ein schönes Lied, finde ich. Ich mute mich wieder. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Damit auf, sonst gibt's Narben. Ist ein langer Faden. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Ui, wessen Öhrchen sind denn das? Hier hast du Nadel und Faden. Oh. Harvey mit nur einem Auge. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Das Spiel heißt nicht umsonst Harveys neue Augen, ne? Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Gut, ich hoffe, das wird von Twitch jetzt nicht Hallo, irgendwie... Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Oh Gott, die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade.
Es wäre eine gute Geschichte geworden. Mit unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unschuldigen Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Kinder! Kapitel 1: Die Klosterschule. Cool. Ja, diesmal ist unser Hauptprotagonist Lilly. Und guck mal, wer da ist. Bist du? Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Die Blätter wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Unsere liebe Edna. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ich glaube, das Tutorial müssen wir nicht spielen, Leute, oder? Schnelleinsteiger-Achievement. Nice. Finde ich gut. Gut, dann müssen wir jetzt hier das Laub weghaken. Und weiter. Und weiter. Hey. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Es ist ja nicht zum Aushalten. Lilly, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Hey. Egal. Ich habe zwei neue Aufgaben für dich. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Kommst du das hin? Aha. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist, der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Kriegen wir hin, denke ich. So, erstmal, ich muss die Musik mal ein bisschen leiser stellen. Die ist halt einfach höllisch laut. Machen wir Effekte nochmal auf 75% und die Sprache. Du sollst nicht lügen. So. Hier haben wir jetzt unser Inventar. Mit einem Wollknäuel und einer Hake. Wollknäuel. Gut, wir haben hier ein Kellerfenster. Und jetzt. Jetzt kommt der geilste Satz in diesem ganzen Spiel. Der halt so oft eigentlich vorkommen wird. Lilly wusste, dass man dieses Gerät Presslufthammer nannte. Aber wozu man gepresste Luft hämmern musste, wusste sie nicht. Presslufthammer! Die Idee war gut, aber Lillys Arme waren zu kurz.
Die Idee war gut, doch Lillys Arme waren zu kurz. Das ist so geil, ey. An den Pinsel kommen wir aber an. Ich würde sagen, gucken wir erstmal diesen verdächtigen Busch an, ne? Wohin der Schlauch wohl führte? Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Das kann ich mir gut vorstellen. Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Alter, ein Ding! Lilly, schalte das sofort ab! Okay. Ein Wasserhahn. Ja, Moment. Gucken wir erstmal zum Hintergarten. Wir sollen ja erstmal zu dem Beet. Wir sollen die Beete ja umgraben. Was haben wir hier denn alles? Edna! Kompost. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Yeah. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Weiß ich nicht. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte... Der Schaukel... Was hat... Ach, sagt aber beidem. Okay, alles klar. Reifenschaukel. Die Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Lilly wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Ja, Mann. Finde ich nicht okay. Lilly sollte das Beet umgraben. Wenn sie dabei einen Schatz fand, konnte es ihr niemand verübeln. Richtig? Ja. Gib dir keine Mühe, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Edna war Lillys beste Freundin. Sie fand immer einen Weg, Lilly aufzuheitern. Zum Beispiel, indem sie die Bremsen am Fahrrad des Postboten sabotierte. Ho, ho, ho. So kennen wir Edna, ne? Hey, Lilly, hast du dich endlich vom blöden Geharke loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Moah. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Aha. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Was musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Bimsstein abreiben. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafkoje. Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für die großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur aus Marmelade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhattest. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Oh. Okay. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Hab so lange darauf gespart. Die Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Aha. Sag jetzt nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aha. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Bin dich. Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch,
Eine Imkerei. Ich finde Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Er klebt besser unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Edna macht aber auch keinen Punkt und Komma, ne? Die Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst nicht zufällig durch Wände gehen. Das müssen wir dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Alles klar. Die Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? Aha. War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, okay? Das ist eine gute Oberin. Alles klar, dann würde ich sagen... Kellertür. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Okay. Gucken wir erstmal, was hier beim Brunnen ist. Ein Gartenschlauch. Okay. Alles klar, ab ins Kloster könnte ein Bienennest. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Oh. Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Die Idee war gut, doch Lillys Arme waren zu kurz. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Jo. Ach, Lilly. Ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Und er ist echt nicht nett. Sag mal, hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberin erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken enthaaren? Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben. Richtig? Aha. Na, viel Glück. Deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, weil es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Okay, der Spruch war gut. Hab ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche, mich zu konzentrieren, okay? Irgendwas ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Das wäre ja so Gumbo. Total Gumbo. Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly. Du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute... Das ist voll Gumbo. Oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm. Voll Ungumbo. Das gummt. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Edna mag uns. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen.
Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Vielleicht ja doch. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Oh. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ich hab gesagt, was ich hier... Okay. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.